Die Musik, ach, dieses Spiel. Also ich muss da zum Fortfahren immer was drücken. Oh. Wir sind wieder da. Du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Und? Komm hoch zur Bahnstation. Nein. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Okay. Ja, dann schon wieder. Also, wie so schön, wie das Spiel auch aussieht, ne? Ach ja, logisch. Das ist ja nur für die Big Daddies gemacht dann, ne? Die haben sich hier umgezogen und sind dann raus. Aber ich war der Meinung, dass das Menschen in Rüstungen waren und nicht Menschen, die sich verkleidet haben. Na, mal schauen. Kann sich ja natürlich immer alles so ein bisschen ändern. Safety. Nun, die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Ja, den habe ich so vermisst im ersten Teil. Oh, ich habe es weggedrückt. Aber mit dem Zeug können wir jetzt hacken. Aus der Ferne. Oh Gott, das war anders. Oh Gott, das war anders. Stimmt, aber war leichter. War deutlich leichter. War sehr, sehr viel leichter. Ich kann mal nochmal. Das werde ich jetzt mal ganz kurz machen. Die Frage, wo... Irgendwo wird doch Hacken sein. Vielleicht dann hier, oder? Hacken und Ausbeuten. Wenn ich Leertaste. Auch wenn Ausbeuten gefährlich ist, dass ich dann aus Versehen Leertaste drücke, wenn ich dann bei einer bin. Aber... Und wenn du? Nicht. We will be reborn. Reborn. Schmetterlinge, ne? Sollen Schmetterlinge sein. Tut's weh, oder? Hier spricht Dr. Sophia Lamb. Andrew Ryan ist tot, aber der Tyrann steckt in uns allen. Denkt daran, wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Wenn du das sagst... Drei kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer. Diese Lamp soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Die Lamp
war schon da, als er noch da war. Yeah, the end of Ryan is the end of the cell. Dritte Frage. Wo sollen die jetzt sein? Aufmachen! Ja, Andrew Ryan redet mit uns. Wahrscheinlich eh nicht, aber... Ich kenne dich. Oh. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Sophia Lamb, sie hat dich gefunden. Mach dir mal das Glas auf oder seid sie zu blöd? Danke. Mist. Ich wundere mich die ganze Zeit. Das ist ein Problem. Wir müssen das wieder umändern. Was war das denn? Ja, machen wir da 10 raus. Okay, wir müssen das umändern, weil ich nicht mehr springen kann. Das war geplant. Achso. Und schon wieder sind wir unter Wasser. Und schon wieder ist das Spiel unglaublich schön. Warum ist dieses Spiel so schön? Ich finde die Grafik im Vergleich, also zum ersten Teil, finde ich das echt krass. Den Unterschied. Der erste Teil ist zwar ikonisch, aber der hier, boah. Der haut nochmal einiges raus. Ah. Jetzt kennst du unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamb. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. Helm. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Hübscher. Paradenball. Ich glaube, da wäre so ein Sander Cohen mal gern gewesen. Back. I'm back. What's up? What's up? Hallo? Gibt's hier irgendwas? Hab ich das Ding immer noch bei mir? Vorsicht! Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Hä? Warum hack ich jetzt auf einmal doch wieder mit F? Ich weiß nicht, aber soll es so sein. Ich hab's eigentlich jetzt auf C umgestellt gehabt, aber ey, komm. Die Steuerung war schon immer so eine Sache. Was ist mit einem Spanner? Nee, Spannern tun wir nicht. Sowas macht man nicht. Willst du vielleicht mal drauf gehen jetzt? Oder? Jagerman Jansen war die Nummer 1, nicht du. Sag, ich war die Nummer 1. Nee. Smithy Jagerman Jansen. Die Nummer 1 im Boogie Slam. Okay, die Tische oder die Bürodinger, die erinnern mich sehr an den letzten Teil, an den dritten. Kann ich die jetzt mitnehmen? Nein, schade. Dosen.
ich weiß auf jeden Fall, dass es hier alles ein bisschen anders war. Oh. Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Ich gebe mein Bestes. Nehme ich mit. Telekinese. Ja. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Das ist gut. Verstanden. Weiß nicht, warum die Glühwürmchen immer da sind, aber ich lasse sie halt einfach mal frei, ne? Wenn es geht. Bisschen kaputt. Muss ein Big Daddy reparieren. Weil dafür sind wir ja anscheinend noch gut genug. Und das. Achso. Ah, okay, passt halt. Abreckt, egal. Okay, Telekinese. Das wollte ich nicht. Mann, muss schon wieder was nachschauen. Aber wie wechsle ich denn? Wie wechsle ich das denn? Nächstes Plus zieht nicht belegt. Ja, das ist natürlich blöd. Ich hoffe mal aufs Mausrad. Aber seit der Gründung und schon schreien sie nach einer leicht. Mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer. Diese Lamp soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Das ist schon immer noch super cool gemacht, dass du immer neue Sachen gleich richtig cool ausprobieren kannst. Undankbares Pack. Ohne mich gäbe es kein Rapture. Der Atlantic Express war von Anfang an die Lebensader dieser Stadt. Ryan hat seine erste große Stadtrundfahrt in meinem Prachtwaggon unternommen. Dann kam die private Tauchkugel groß in Mode. Innerhalb eines Monats waren meine Bahnhöfe verwaist. Die Stadt wuchs und schob den Atlantic Express aufs Abstellgleis. Ja, wird mir stinken, wenn ich du wäre, mein Freund. Wird mir hart stinken, einfach. So, was gibt's denn hier? Hä, warte mal. Ich war hier schon. Achso, das war die Türsteuerung. Achso. Ja, so kann man's auch machen. Logisch, die Splice haben natürlich Angst. Weil Little Sister die ausnehmen. Warum machst du so viele Geräusche? Du brennst dich mal.
Hallo? Ist hier wer? Ich möchte was kaufen. Der allererste, der hier was kaufen möchte. Weiß nicht, wie man Eve nachlädt. Railway Café. Ich glaube, hier brennt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier brennt. Gotcha. Immer noch der Maskeradenball. Ist hier was? Nein. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Dankeschön. Dr. Lam. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch, für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Ja, Sophia Lampert, die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddies sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Mich hat jemand aufgeweckt. Eigentlich hätte ich gerne weiter schlafen wollen. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Gib um doch dich selbst Ruhe. Zu retten, willst du zu ihr. Mhm. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Nee. Und du kommst darin nicht vor. Doch. Im Paradies ist kein Platz für dich. Doch. Ja. Yeah. Hacken. Aber ich habe eh alles voll, also bringt mir das nichts. Willkommen im Zirkus der Welt. Ein Hackpfeil rein theoretisch, aber er kommt noch. War's schon. Cool. Einen. Der Atlantic Express. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen. Alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Mhm. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. Ah ja. Und ich dachte, Andrew Ryan und Fontaine wären schon komisch drauf gewesen. Aber gerade in dem Moment vermisse ich einen Andrew Ryan. Weiß nicht mal warum. Ich glaube, ich kann mir keinen Schaden machen. Wie kommst du? 1 gegen 1, komm! Schnell, geh zum Aufzug! Schnell, ich geh zum Aufzug! Also, natürlich nicht schnell, aber... Habe ich den ersten daneben geschossen? Man kann doch bestimmt wieder zielen und ich weiß wieder nicht wie. Bis zum Ende des Spiels. So. Leute, Leute, Leute.
Wir müssen mal anfangen zu chillen ein bisschen. Tut euch alles nicht so gut. Habe ich alles mitgenommen? Weiß ich gar nicht. Hallo, ich muss hier ein bisschen rumschauen noch. Aber ich glaube schon. Ganz kurz mal. So. Zoom umschalten, da.